So, mit dem Wetter hatten wir ja recht viel Glück gehabt. Die paar Tropfen zum Schluss sind nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wer von euch es mitbekommen hat, wer relativ am Anfang gelaufen ist. Es gab an den Arkaden einen Vorfall. Am mittleren Eingang standen so 7 oder 8 so halb vermummte Migranten und die haben den Hitlergruß gezeigt. Nicht nur einmal. Gibt es jemand, wer das dokumentiert hat oder zufällig aufgezeichnet hat? Ein Foto oder irgendwas davon? Bitte bei mir melden, das wäre wirklich klasse. Also was die Mädels letzte Woche dort durchlebt haben, das haben diese Bilder gezeigt. Wenn man 8, 9 solche Typen vor sich hat, da kann einem nur Angst werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sowas hat hier in Gera nichts zu suchen. Am letzten Eingang stand eine Generation älter, alle in Schickimicki-Klamotten. Als irgendjemand von uns gesagt hat, geht arbeiten, haben sie sich sehr, sehr abfällig geäußert. Von denen hat keiner vor zu arbeiten. Die wollen uns schröpfen und wollen hier ihre Fettleber durchleben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die sollen nach Hause gehen, in ihrem Land, wenn ihnen dort was nicht passt, auf die Straße gehen und dort kämpfen. Die haben hier nichts zu suchen. Jetzt habe ich noch eine Hausaufgabe für euch. Jeder sollte für nächste Woche sich das Ziel setzen, noch jemanden mitzubringen. Dass wir wieder mehr werden. Nur wir haben die Chance, das hier zu verhindern. Es steht genug in der Zeitung. Ich hatte gestern in meiner Videobotschaft die Annoncen der letzten 10 Wochen von Gera drin ablaufen. Das scheint ja doch einige bewegt zu haben, zu kommen. Es steht genug in den Zeitungen. Die Leute müssen sich's anschauen. Versucht auf demselben Weg, weil diese Systemmedien, die lügen ja angeblich nicht. Das, was in der Zeitung steht, stimmt. Also müssen wir sie mit den eigenen Waffen schlagen. Es steht genug drin. Also einfach zeigen und die Leute bewegen, mit herzukommen. Es kann so nicht weitergehen. Und ich hoffe, unser Oberbürgermeister nimmt die Möglichkeit oder die Chance an, öffentlich dazu was zu sagen. Weil ich habe es ernst gemeint. Die neue Straße ist eine öffentliche Straße. Und ansonsten werde ich ab Dezember anmelden, dass wir die neue Straße als Demonstrationsroute wöchentlich besuchen werden. Er hat sich 2 Jahre lang jetzt mit Hunden beschützen lassen, völlig ohne Grund. Ich hoffe, das bleibt dann auch so, wenn wir dort vorbeilaufen. Wir wollen nicht ihn tyrannisieren, sondern wir wollen ihm zeigen, was wir für Ängste in unserer Stadt haben, was wir für Ängste um unsere Kinder haben. Er scheint es nicht zu haben, sonst würde er dem Ganzen sich entgegenstellen. Die Bürgermeister haben die Möglichkeit, sie sind der Souverän der Stadt, eine Bürgerversammlung, Einwohnerversammlung einberufen und abstimmen. Aber dazu hat er den Arsch nicht in der Hose. Weil wenn die Bürger einmal wissen, dass das geht, genauso schnell kann man ihn auch abwählen. Aber wir haben kein halbes oder dreiviertel Jahr mehr Zeit. Wenn man sieht, was in den letzten 10 Wochen an Artikeln allein in der Zeitung drin war, und das ist nur ein Bruchteil. Die meisten Frauen und Mädels haben Scham, das überhaupt zur Anzeige zu bringen. Die meisten haben Angst, wenn man überlegt, es hat angefangen vor 3 oder 4 Jahren in der Leipziger Straße, Gesicht aufgeschlitzt. Und was haben die Täter bekommen? Nichts. Sie kriegen dann irgendwann einen Sanatoriumplatz, weil sie traumatisierte Flüchtlinge sind. Ich habe nichts gegen Kriegsflüchtlinge oder gegen Flüchtlinge, denen es wirklich in ihrem Land schlecht geht. Aber wenn sie vor Sachen flüchten, wie ihre Religion oder den Zustand im Land, dann haben sie diese Sachen zu Hause zu lassen und hier nicht weiterzuleben. Weil das hat hier nichts zu suchen. Und das sollte auch wirklich so bleiben. Wir als Gera sollten unsere Stadt in Ruhe und Frieden, und das war das Wahlversprechen unseres Oberbürgermeisters für ein sicheres Gera. Und worum schert er sich? Um gar nichts. Hauptsache er fährt zu den ganzen linken Demonstrationen, kam letztens zu der Kretschewitzer Geschichte, kam er selbst zu spät, weil er bei der Partei, bei den Linken zur Synagogenfeier war. Das muss auch gemacht werden, klar, denen muss genauso gedacht werden. Aber wenn man gesehen hat, wie er sich gestern auf dem Gera Friedhof verhalten hat, den deutschen Opfern gegenüber, muss ich sagen, es war sehr, sehr peinlich. Auch die anderen Fraktionen, waren auf dem Friedhof. Eine Elisabeth Kaiser hat die Gräber angeguckt mit einem verbitterten Gesicht, hat die Blumen woanders hingelegt. Muss ich sagen, das hätten sich, die AfD waren die einzigen, die sich dort wirklich mit Gesicht gezeigt haben, und die anderen Fraktionen hätten sich den Besuch auf dem Friedhof sparen können. Und das Schlimmste daran ist, an all unseren Grenzen wurden am selben Nachmittag noch die Schleifen abgeschnitten und gestohlen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Ratten
schämen sich vor gar nichts. Selbst auf dem Friedhof vor 2 Jahren haben sie alle Kränze gestohlen, haben sie in den Müll geschmissen. Die habe ich mit meiner Mutter damals wiedergefunden und mit dem Andreas. Wir haben sie wieder hergerichtet und wieder auf die Gräber gelegt. Letztes Jahr hatten wir Wildkameras gemacht, da ist nichts passiert. Und dieses Jahr am helllichten Tag wurden die Kränze von der AfD, die Schleife abgeschnitten. An der Miteinanderstadt Gera Kranz wurde die Schleife abgeschnitten und bei den Patrioten Ostthüringen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wer das war, der soll sich schämen, dass er nicht mehr vor sowas... Das ist pietätlos, das ist Grabschänderei und da drauf stehen bis zu 3 Jahre Gefängnis. Und das ist eigentlich das Wenigste, was er verdient hat. Pfui Teufel. Danke Gera, kommt gut nach Hause, denkt an die Hausaufgaben für nächste Woche. Wir haben heute auch Gäste aus Naumburg da. Die möchte ich herzlich begrüßen und danke für den Besuch in Gera sagen. Danke in Hamburg! Wie gesagt, ihr habt es selbst in der Hand. Wir laufen jetzt schon 2 Jahre. Aber wenn man das mal sieht, in Stunden, immer eine 1,5 Stunde bei 100 und paar Tagen, das ist nichts. Mit 150, 160 Stunden rettet man kein Land. Wir haben noch einen harten Weg vor uns und das geht nur gemeinsam, egal welche Partei, welche Richtung. Wir sollten alle dasselbe Ziel haben, eine sichere Zukunft für unsere Kinder, eine ordentliche Zukunft für unsere Rentner, die nicht Flaschen sammeln müssen, um über die Runden zu kommen. Und Arbeit für alle, die arbeiten wollen und es können. Danke, Gera! Danke.